Guten Tag, sehr verehrte Zuhörer. Wir befinden uns hier auf der ISPO in München, der internationalen Sporthandelsmesse, der größten im deutschsprachigen Raum. Und wir sind hier in einem ganz besonderen Abteil des großen Messegeländes. Wir sind hier am ISPO Brand New Stand. Hier werden sämtliche neue Erfindungen präsentiert, neue Action Sports und aus dem In- und Ausland, nicht nur aus Germanien, sondern auch aus Chinesien zum Beispiel oder aus dem fernen Österreich. Und hier stehe ich am Stand von Herrn Kernöhl. Er hat den ISPO Brand New Award für sein innovatives Sportkonzept gewonnen, hat eine Auszeichnung dafür bekommen. Und da möchte ich jetzt ein paar Fragen stellen. Herr Kernöhl, jetzt erzählen Sie mal, das sieht ja alles sehr spannend aus hier an Ihrem Stand. Also was ist denn jetzt genau Ihre neue Sportart und wie haben Sie denn das erfunden? Ja, bei mir, mein Sportart, was ich erfunden habe, ist eigentlich ganz leicht erklärt, nicht? Das ist ein Unterhosen-Frisbee, nicht? Also, das haben wir als Kinder früher schon gespielt, nicht? Alle, weil wenn man auf Nacht beim Niederlegen, nicht, wenn die Mutter gesagt hat, so Burschen, jetzt ist aber Zeit zum Schlafen gehen, dann haben wir noch eine Weile Unterhosen-Frisbee gespielt, da oben im Zimmer, nicht? Da haben wir, was der beim Ausziehen nach dem Zehnbürstel nachher, weißt du, quasi nichts mehr angehabt, nicht? Wir haben eh mit der Unterhosen geschlafen früher, nicht? Das war ja wurscht, der hat der Unterhosen der Woche angehabt, mindestens, nicht? Und dann haben wir halt so als Buben, als Kleine, nicht? Sind wir drin im Zimmer, nicht? Die hat die Unterhosen nach oben, nicht? Bis auf die Füße und nachher halt, haben wir sie halt durchs Zimmer geschleudert, nicht? Und mein Bruder, der ist auf der anderen Seite drüben gestanden, das waren sicher 10 Meter, wir haben ein großes Zimmer gehabt, und gleich neben dem Fackelstall, und dann hat er mit seinem Fuß meinen Untergarten wieder gefangen, und dann hat er versucht, sie wieder anzuziehen, ohne Hände zum Beispiel, nicht? Damit, quasi mit ein bisschen einer Challenge, nicht? Wie man sagt im Englischen. Und nachher hat er die Unterhosen wieder runterfallen lassen, nicht? Und wir waren natürlich pudelnackert, das war ja wurscht als ein Bub, nicht? Und nachher hat er es wieder hergeschleudert mit seinem Haxen, nicht? Und dann haben sie probiert wieder fangen, nicht? Und das ist halt, das ist jetzt ein Unterhosen-Frisbee. Da schauen Sie her, da habe ich einen schönen Flyer, wo ich mein Produkt präsentiere. Es ist ja vom vorne drauf, gell, habe ich einen professionellen Werbetext, da habe ich da engagiert. Der hat draufgeschrieben für die Engländer, weil die können ja nicht Deutsch, hat er geschrieben, Unterhosen Frisbee, easy to play, hard to master, nicht? Und nachher haben wir da ein paar Testimonials, ein paar professionelle Sportler haben wir schon, haben wir da ein Fotoshooting gehabt, nicht? Wenn man so durchgeht durch meinen schönen Flyer da, wie es heißt, gell, nachher, gleich auf den ersten Titelseiten, super Texte habe ich gehabt, nicht? Fun from the first throw, ne? Also vom ersten Mal schmeißen hast du gleich einen Murz drum Gaudi, gell? Unterhosen Frisbee is an innovative sports game based on throwing an aerodynamic Unterhosen with your foot over a distance of 10 or 30 meters. Patent pending, das hat mein Rechtsanwalt gesagt, muss ich dazu schreiben, dass das patentiert ist, nicht, dass die Chinesen gleich wieder ein Foto machen von meiner Unterhosen und nachher das gleich wieder nachbauen, nicht, das geht natürlich nicht, gell. Und nachher geht's da so weiter, dann habe ich da die Story, nicht, da würde ich, das, was ich halt gerade erzählt habe, nicht, dass wie das halt entstanden ist, damals, wie mir klein war, nicht, ich habe einfach eine alte Idee wieder aufgegriffen und jetzt dann bin ich da, brand new, nicht, da habe ich fest ein Wort, und freue mich schon sakrisch. Nicht, vielleicht kriege ich ein bisschen einen Knädel auch, dann kann ich wieder investieren. Es ist ja immer die Sache, nicht? Du stellst dir aber vor einer philosophischen Frage, nicht? Wenn du so ein Produkt hast, nicht? Nachher, wie tust du nachher da jetzt da, tust, gehst zu den Chinesen und machst eine Million Stückzahl für 5 Euro oder machst du das irgendwo in Europa bei den Portugalien oder in der Türkei oder wo, gell? Da ist natürlich schon teurer, dafür kannst du sagen, EU-Gütesiegel von der AMA und nachher kauft es vielleicht irgendein Öko-Franzl oder so, gell? Aber in der Regel muss das Kaffee billig sein, sonst kauft es ja keiner, gell? Ja, wenn man da so noch schaut, gell, was habe ich da? Jetzt habe ich da meine professionellen Sportsmen. Es ist ja so, gell, also UFO,
Unterhausenufer, es ist grundsätzlich ist ein sehr dynamischer Sport, gell? Also es ist wirklich gut für das Kardionalsystem, Herz-Kreislauf rundum und um, gell? Also die Durchblutung, da kommst du schon ins Schwitzen, wenn du da mit der Untergatte da rum fällt. Das kannst du auch machen in der Mittagspause, unten in der Fußgängerzone oder im Büro mit der Sekretärin, der Chef mit der Sekretärin kann auch ein bisschen Unterhosen-Frisbee spielen, das ist überhaupt kein Thema, gell? Man ist da sehr flexibel, auch am Berg oder wenn man will, auf dem Gletscher oben oder vielleicht meine Spezialunterhosen, die wo ich da patentiert habe, die kannst du auch mitnehmen, wo du auf was weiß ich, Arabien fliegst und da die Palmeninsel anschaust, kannst du auf der Palmeninsel kannst auch Unterhosen-Frisbee spielen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Gell? Und das ist auch sehr schön, nicht? Das ist auch, fördert auch die Beziehungen zwischen den Menschen, nicht? Also man kommt da sehr schnell, sag ich mal, weißt du mal, du spielst ja auch, kannst ja mit der eigenen Unterhose spielen, nicht? Weil zum Beispiel kann die Oma kann mit dem Enkel Unterhosen Frisbee spielen, nicht? Es ist ganz schnell, kann man auch spontan machen, nicht? Und das ist halt so, wenn die Oma spielt mit dem Enkel, ist halt wichtig, dass man jetzt nicht die Unterhosen von der Oma nimmt, weil wenn die jetzt sehr groß ist, dann kann es sein, nicht, dass das Enkel die gar nicht aber der Funk von der Luft, wenn die Oma die Unterhosen umschleudert, nicht, und das Enkel jetzt mit dem Fuß die Ober stoppen will, nicht, kann sein, nicht, dass einfach durch die Wucht, nicht, die Unterhosen, was da noch ein bisschen was drinnen ist in der Unterhose von der Oma. Auch kann es sein, dass da vielleicht ist das bei der Unterhose von der Oma vielleicht nicht. Also vielleicht eher nachher doch die Unterhosen vom Enkel nehmen oder halt meine patentierte Spezial-Frisbee-Unterhosen, nicht? Also ich habe da auch geschrieben für die Engländer, nicht? Unterhosen-Frisbee is fun, is healthy, completely new, gell? Based on an old idea, but completely new, open to all, gell? Es können alle spielen, das kannst du im Bachhaus in Innsbruck kannst du spielen, das kannst die Lesben, die Schwulen, die können alle können das Unterhosen spielen, ist ausbaufähig, auch als Mannschaftssport dort, nicht? Und for players of all abilities, nicht? Also wenn du, egal, nicht, wie gut du beieinander bist, ob du trainiert bist oder nicht, Unterhosen-Frisbee geht alleweil, gell? Ja, und mein Text da ist ja super, da hat er schöne Sachen geschrieben, da easy to play, hard to master, Unterhosen Frisbee, challenging and rewarding from the first throw, ne? Oder halt ein paar schöne Action Shots da, nicht? So eine Imagebüttel, nicht, was du brauchst, nicht, dass die Unterhosen gut rauskommt. Und wir haben da auch schon neue Spielkonzepte entwickelt, nicht? Also Freestyle or Set Rule Gameplay, du kannst quasi zuschießen mit der Unterhosen, nicht? Da kannst du so einen Ring, machst einen Ring, steckst ihn ein in die Wiesen, irgendwo im Fußballfeld, kannst zuschießen, nicht mit der Unterhosen, oder halt zwei Personen schießen sich gegenseitig zu, oder du machst so Stationen und ein Hindernisparcours lauf, nicht? Wo du halt mehrmals ein Ziel hast und nach einem gestern Parcours durch, optimalerweise halt irgendwo im FKK-Bereich, nicht? Weil du hast die Unterhosen nicht alleweil an, nicht? Und nachher schießt du durchs erste Loch, nachher gehst zum zweiten Loch, ist quasi wie die Golfer auch, nicht? Also wenn du gern golfen tust und auch gern FKK machst, nachher ist vielleicht Unterhosen-Frisbee echt das die neue optimale Ergänzung, nicht? Für die ganze Sache, nicht? Ja, da haben wir halt schon einen Haufen so Strategien entwickelt, das sieht man da, wie es zieht, alles im Ding, im Flyer, nicht? Und ja, das Gute beim Flyer ist auch, der ist auf Klopapier gedruckt, gell? Also wenn du noch einen brauchst, später noch Kosten verwenden auch, gell? Also so schaut das aus bei mir am Stand. Ja, Herr Körnl, das war jetzt ja wirklich sehr imposant und eindrucksvoll. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute mit Ihrem Produkt und vielleicht haben Sie nächstes Jahr schon eine neue Idee und gewinnen den ISPO Brand New Award vielleicht mit ganz was anderem. Ja, es war natürlich geil, gell? Pfitti, gut, nachher alles Gute, pfitti.